Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Warlock Nummer 36. Es ist Mittwoch, ganz früh am Morgen, das heißt, so ganz live war als jetzt geht's nicht. Ich habe noch ein bisschen gegrindet gestern Abend. Wir haben hier Christian auf Level 48, hat Spukball gelernt, was ziemlich cool ist. Hennig Level 48, hat sich nichts verändert, wird sich auch nichts mehr ändern. Zumindest vorerst nicht. Sandra ist Level 49, hat keine neue Attacke gelernt. Ich hatte auf Erdbeben gehofft, aber das dauert wohl noch ein bisschen. Demano Level 47, ein absoluter Zerficker. Der Typ ist so mächtig mit Body Slam. Der haut richtig rein. Hat aber eben auch eine höhere Erfahrungspunktekurve. Das heißt, er braucht mehr Erfahrung, um aufzuleveln. Dann haben wir Ömer, also Blutzug hat sich entwickelt. Windstoß, Psychstrahl, Schlafbruder, Blutsauger. Schlafbruder ist ganz nützlich, allerdings hatte ich gehofft, wieder besseren Wissens, dass er nach der Entwicklung die Fähigkeit Facettenauge behält, was hier allerdings nicht der Fall gewesen ist. Er hat jetzt Puderabwehr. Ist jetzt nicht ganz so nützlich, aber gut, okay. Windstoß, Psychstrahl, als Step-Blutsauger macht nicht besonders viel, er nimmt sich aber auch nichts im Angriff und im Spezialangriff, also kann man sein Moveset eher so ein bisschen vernachlässigen. So. Es geht weiter. Ich hoffe, ich schaffe in dieser Folge die Siegestraße. Bevor ich es vergesse, okay, Fahrrad ist schon auf Select. Animationen müssen eingeschaltet werden. So. Ach ja, bevor irgendwas losgeht, einmal schnell durchlauf, bitte. So. Okay. Diese Folge wird mich sehr viel Arbeit kosten und gekostet haben, wenn ihr sie seht. Neues Opening. Viel Editing im Prinzip. Komplett neues Team ins Opening basteln. Ist schon dezent nervig, aber gut, ist halt so. Golbert. Ich setze mal Topschutz ein, ich habe noch ein bisschen was übrig. Wo ist Topschutz? Aus dem Grinden, aus dem Grinden. Da. Wir müssen ja nicht jeden zweiten Schritt einen Encounter haben. Wir werden trotzdem welche haben, weil hier Pokémon auf Level 48 rumlaufen. Aber egal. Ach ja, wir können das Item jetzt da oben wegholen, was ich auch so gleich tue. Okay, ein Sondermobbon. Das ist in Ordnung. So. Hier haben wir noch einen Stein. Schieberätsel. Ah. Ich meine, es war es in den ersten Pokémon-Spielen, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass Schieberätsel, zumindest bei sowas, bei Pokémon, nur dafür sorgt, dass die Spielzeit ein bisschen gestreckt wird. Was los? Raste mal nicht gleich so aus hier, du Karateka. Ich hoffe, dass die AP kein Problem werden hier. Respektive in der Pokémon-Liga. In der Pokémon-Liga werden sie immer ein Problem. Man muss einfach mal gucken. Ja, das war gar nicht so schlecht. Und das ist auch sehr gut. Ömer, sollte sich etwa deine Prognose bestätigen? Most valuable Pokémon?
Das wäre doch mal eine schöne Sache. Es ist echt einfach 8 Uhr morgens. Ich habe nicht besonders viel geschlafen, weil ich viel zu tun habe heute. Ah, ist das Leben nicht schön? Ja, das Leben ist nicht schön. Nein, alles gut, Leute. Kann mich nicht beklagen. Während Ömer hier tatsächlich gut aufräumt. Ich hab einfach nochmal gegrindet, weil ich gemerkt habe in der letzten Folge, dass ich mit dem Team keine Wurst vom Teller ziehe. Einfach alle viel zu schwach, würde ich jetzt nicht sagen, aber so schwach, dass sie im schlimmsten Fall deutlich Ärger machen können. Und wir haben mit Ömer tatsächlich einen besseren Kampf-Pokémon-Counter als Hennig einer ist. Sie haben denselben Typen, das heißt dieselbe Doppelresistenz. Nichtsdestotrotz haut Ömer mit seinem Psy-Strahl mehr rein als als Hennig mit seinem Aero-Steck. So. Ich pack mal wieder Christian nach vorne. Wegen Initiative und so. Kann ich gut fliehen in Kämpfen. Oh, was bist du? Bist du ein Vogelfänger oder ein Dompteur? Oder ein Jongleur? Mal sehen. Dompteure haben so normale Pokémon, die man zähmen kann. So Arbok und so. So wie Zirkus und Tauros. Jongleure haben Psycho-Pokémon. Traumato, Hypno. Vogelfänger haben Ibitak mit Verfolgung. Ich glaube, hier liede ich mal mit... Oh Gott. Sandras Kacke gegen Flug-Pokémon. Also wären Vogelfänger scheiße. Dompteure, da wäre Sandra gut, gegen Psycho-Pokémon wäre Sandra auch gut. Hennig wäre schlecht gegen Vogelfänger, aber gut gegen Dompteure und Jongleure mit Duo-Steck. Ömer wäre gut gegen weder gegen Jongleure noch gegen Vogelfänger, weil Ömer zwar Blutsauger hat, aber als Käferattacke zu schlecht. Christian ist scheiße wegen Ibitak und Verfolgung, Vogelfänger, und kann keine Vogel-Pokémon treffen, weil die alle auch Typ normal sind. Ich glaube, Demanu ist so die sicherste Kiste, oder? Naja, wir spielen einfach und sehen, was passiert. So. Das ist tatsächlich der zweite Anlauf meiner Aufnahme. Der erste ging ungefähr eine Minute, bevor ich mein Stuff hier gecheckt habe und gemerkt habe, dass ich kein Audio aufgenommen habe. Aber ihr habt nichts verpasst oder so, alles gut. Aber ich habe mich offensichtlich richtig entschieden. Wobei mit Christian wäre auch noch in Ordnung gewesen. Ich hätte ihr auf jeden Fall alle überholt und mit Spukball ordentlich reingehauen. Wobei ich nicht weiß, ob Christian Hypno gewonnen-hittet hätte. Das könnte ich so nicht beschwören. Bam. Bei der schlechten Verteidigung von Kadabra brauche ich mir da gar keine Sorgen machen. Muss mir nur Sorgen um die AP machen. Wie gesagt, gerade bei Demano könnte es ein Problem werden. Er kann nur eine offensive Attacke und die hat nur 15 AP. Ist einfach eine unaufhaltsame Wegbumsmaschine, Demanu. Wird das vielleicht der Hashtag? Wegbumsmaschine? Mit oder ohne dem Adjektiv? Unaufhaltsame Wegbumsmaschine. Ich glaube, ich mach's mit dem Adjektiv. Ihr werdet es ja dann sehen. Falls es der Hashtag wird, ich weiß ja nicht, was noch passiert. Ich habe heute großartige oder vielseitige Channel
Arbeit vor mir. Wow. Was? Ah, nee, du bist Dompteur, oder? Du bist Dompteur. Hm. Der hat bestimmt hier Arbok und so. Gehen wir mal mit Sandra rein. Oder was bist du sonst? Ich kenne das gar nicht. Oder bist du... Nee. Okay, hätte auch sein können, dass er ein normaler NPC ist. Aber die laufen normalerweise nicht so rum und sind scheiße. Ottfried. Okay. Das ist ein Billy Cut. Ah, Schambolzen. Sandra wird sich gleich verlieben. Bitte One-Hitte. One-Hitte. Okay. Okay, aber es hat sich auch nicht verliebt. Vielleicht hat es auch keinen Schambolzen. Machen wir Schaufler. Schaufler ist eine gute Attacke. Könnte ruhig eine etwas höhere Stärke haben. Ich weiß, Alex sitzt jetzt vom Computer, aber Schaufler hat doch eine höhere Stärke in der neuen Edition. Ja, weiß ich, Jay. So, Entoron. Da bleiben wir nicht drin. Da nehmen wir mal... Oh, Entoron könnte Konfusion, ne? Konfusion. Oh, ich habe wieder eine ausgeprägte Psychoschwäche. Ich erstarre vor dem Anblick Simsalas, dem wir uns ja zwangsläufig wieder stellen müssen in gar nicht allzu ferner Zeit. So. Body Slam. Ich kann die Manu in dieser Höhle nicht so oft als Joker einsetzen. Aber Body Slam ist so mächtig. Genauso wie ich die Manu nicht so oft in der Pokémon-Liga als Joker einsetzen kann. Da habe ich auch richtig Bammel vor... Also vor Bruno habe ich keine Angst, vor Agatha habe ich keine Angst und ich habe nicht mal groß Angst vor Siegfried. Sachsen-Gerry ist auf einer anderen Ebene. Wer mir aber wirklich Kopfschmerzen bereitet, ist Lorelei. Ihren Drecks-Wasser-Pokémon. So, ja, wir lassen Sandra mal vorne. Du bist wieder Jongleur, ne? Gehen wir mal mit Christian. Guck mal, was Christian so macht. Mit Spuckball. Das könnte doch was werden, oder? Sieht aus wie der Joker. Grüne Haare, lilaner Coat. Oh, Pantimos. Ich glaube, Pantimos hat keine gute Verteidigung. Spuckball, komm. Klatsch den Pedo weg. Jawoll! Hehehe. Ah, Pantimos. Gruseliger Typ, ey. Ich finde Clowns übrigens gruselig. Also, ich hätte keine Angst im echten Leben, aber ich finde sie so in Filmen gruselig, beziehungsweise in Videospielen. Woran man sagen muss, ich bin außerordentlich resistent gegen Horrorfilme. Also so klar, Jumpscares, jeder erschreckt sich bei einem Jumpscare, was ziemlich unkreativ ist. Aber, also als Erschreckform. Aber so die normalen, weiß ich nicht, ich guck auch kaum Horrorfilme, weil die ich geguckt habe, so, nee. Egal, wir stehen hier vor einem Ass-Trainer. Ass-Trainer sind bekannt für den Einsatz von vielen Pokémon verschiedenster Typen, das heißt... Mit wem decke ich die meisten Typen ab? Ich meine, der hat auf jeden Fall Pflanze, Wasser, Feuer. Das heißt, ich muss Pflanze abdecken. Ich muss Wasser abdecken. Also Sandra fällt schon mal auf jeden Fall weg. Christian deckt keinen den Typen besonders gut ab.
Den Manu hält halt immer viel aus, aber den will ich mir in der Rückhand behalten. Bleiben noch Ömer und Hennig. Ich meine, Hennig, sowohl Hennig als auch Ömer sind gegen Pflanzen- und Wassertypen zu bevorzugen, wobei Ömer schwächer ist als Hennig, was die Abdeckrate oder die Attackenrate betrifft. Ich bleib mal bei... Wen habe ich jetzt vorne? Ich bleib mal bei Hennig. Man erzählt von einem Wunderkind. Ja, das bin ich. Live und in Farbe. Okay, Kokoball. Das ist gut. Pflanze Psycho. Doppelte Effektivität, du Stack One-Hit. Ja. Das war gut. Okay. Ass-Trainer sind echt... Wow, Akani, okay. Ich wechsle mal zu Sandra. Ich hoffe, das war kein Fehler, wegen Feuersturm oder so eine Scheiße. Flammenrad, okay. Okay. Intensität oder Schaufler? Intensität oder... Schaufler, komm. Wow, Bodycheck. Okay, los. Bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um, bring... Oh Gott. Oh Gott. Jetzt kommt ein Heil-Item, ne? Er setzt seinen Hypertrank ein oder so. Und Sandra überholt auf jeden Fall. Sandra ist schneller, definitiv. Ich brauche jetzt eine starke Intensität. Die war nicht stark genug. Ich weiß, dass Akani als Signature Move Turbo Tempo hat. Ich weiß aber nicht, wann er das lernt. Ich glaube erst relativ spät. Er kann, dürfte es auf jeden Fall noch nicht können. Mit Schaufler treffe ich auf jeden Fall mit 60. Komm. Okay. Das war knapp. Sandras KP-Base regt mich richtig auf. Die ist so niedrig. Die Verteidigungswerte auch. Alter Vater. Hier, guckt euch die Scheiße an. Mein Verteidigungsspezialverteidigung geht, aber die KP-Base ist viel zu niedrig. Der müsste 40 KP mehr haben. Okay, Austausch. Austausch kann richtig nerven. Ich bin garantiert in der Eisattacke. Nehmen wir mal den Manu, der steckt am meisten weg. Okay, es hat nichts gemacht, das ist gut. Okay, jetzt darf ich auf gar keinen Fall Sandra nochmal einsetzen. Verteidigung von dem ist so gut. Oh nein, er trifft mit Superschall. What? Oh Mann. Alter. Los, komm, triff, 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 triff. Und jetzt sei paralysiert. Okay, einmal noch. Ich darf den Manu nicht so... Los, komm, triff, bitte, triff einfach, triff einfach, triff einfach. Verdammte Scheiße! Los, komm, komm. Wehe. Okay. Jetzt nur die Frage, was kommt als nächstes? Und die Verwirrung steht auch noch. Sandama. Scheiß hoher Angriff. Gute Verteidigungswerte.
Römer mit Psystrahl? Ist zumindest die Verwirrung von Demano weg. Ach, Stachler. Okay, Sternschauer, das dürfte nicht so schlimm sein. Ist mir gerade zu risky jetzt, dass ich Schlafpuder riskiere. Wir probieren mal einen Psystrahl und gucken, was Psystrahl macht. Ah, relativ wenig. Ein Three-Hit. B, du überlebst das. Okay. Eins hat er noch. Aber welches? Elektroball. What the fuck? Scheiß Finale. Scheiß Finale. Ich probier's mal mit Christian. Wenn er Finale einsetzt, trifft er wenigstens nicht. Funkensprung. Fick dich! Fick dein Bastardmutter! Mann! Verwirren. Ich verwirre. Okay, das hat schon mal geklappt. Ich könnte jetzt in Sandra einwechseln, aber ich habe viel zu große Angst davor, dass er Finale einsetzt. Das Vieh hat kaum Verteidigung. Komm, schade ihr selbst. Okay. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Vieh sich nicht selber schaltet und Finale einsetzt? Ich muss es versuchen. Ach, Stachler, oh Gott! Oh Gott. Oh Gott, da ist mir gerade ganz, ganz mies das Herz in die Hose gerutscht. Das sollte reichen. Diese Ass-Trainer, ne, mit ihren verschiedenen Typen, ey, es ist zum Kotzen. Ja, fick dich, ich bin das Wunderkind, halt die Fresse. Fuck! Guckt euch diese Scheiße an. Ich hab nicht vor, so schnell wieder ein Pokémon zu verlieren. Verdammte Axt. Mir geht das Tafelwasser aus. Oh Mann. Oh. Das waren wieder zu viele Steckmomente für meinen Geschmack. Ach ja, ich muss noch Paralyse heilen hier. Ich hätte fast den Stachler bereut. Meine Güte. Den Stein muss ich darüber schieben, das weiß ich. Ich bereue es so stark, dass ich Christian nicht habe Traumfresser lernen lassen. Durch Schlafpuder von Ömer und Gähner von Demano hätte ich da richtig was reißen können. Ist die Frage.
Hitzekoller. Wäre cool, wenn ich es einsetzen könnte. So. Noch eine S-Trainerin. Alter. Mit wem eröffne ich jetzt? Mit Hennig hat es gerade funktioniert. Warum sollte es nicht nochmal funktionieren? Er deckt Wasser und Pflanze am besten ab. Los, komm. Die haben auch alle immer so viele Pokémon, ey. Meine Güte. Pipi, fick dich, Pipi. Du wirst gesprengt. Eiskalt gesprengt. Hoho. Sehr schön. Endlich klärt mal wieder. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Feuer-Pokémon. Wetten? Pummeluff? Verpasse ich hier irgendwas? Hab ich irgendwas nicht bedacht, oder? Ist das eine Strategie, die ich gerade nicht begreife? Yugong? Ja, du, steck weg. Okay, vielleicht nicht ganz weg, aber trotzdem. Reicht, um es durchzuziehen. Hm. Aber jetzt kommt wieder... Ach, leck mich doch. Leck mir doch die Fresse. Oh, okay. Das ist tatsächlich gar nicht schlimm. Ich dachte, jetzt kommt wieder... Hypertrank. Ich probiere mal Hyperstrahl. Weil es schläft ja jetzt eh auf jeden Fall eine Runde. Also zwei auf jeden Fall, aber die sowieso hier. Das Runde 1, die es schläft. Jetzt muss ich mich aufladen. Und jetzt kläre ich mit Duosteck. Das ist eine sehr seltsame Ass-Trainerin, aber ist nicht schlimm. Lieber schwache Ass-Trainer als starke Ass-Trainer. Wie mein Opa immer zu sagen pflegte. Das Mobilikat, ja, wird weggesteckt. Habe ich auch gar kein Problem mit. Ist sogar ein Two-Hit. Hennig, du bist der Einzige noch aus der alten Garde, der übrig geblieben ist. Was ist bloß geschehen? Konnte ich so verkacken. Ich werfe mir das immer noch vor. Chanera. Schön viele Erfahrungspunkte. Die kann ich zum Grinden benutzen. Die kann ich gut zum Grinden benutzen. Die hat nur schwache Pokémon. Was natürlich den PTSD-Counter etwas nach unten drückt, weil ich vorher 5 Pokémon besiegen muss, bis ich bei... Oh Gott. Bis ich bei den beiden bin. Bis ich bei Chanera bin, aber... Okay, noch ein S-Trainer. Ich bleib bei Hennig, weil warum auch nicht? Nur Auserwählte dürfen geschehen. Kingler. Aufpassen. Guillotine. Level 41, ist nicht so schlimm. Aber King hat einen hohen Angriff. Aber ist egal, es ist wahrscheinlich Wasserattacken ein. Wir gehen mal mit Duosteck rein und checken die Verteidigungswerte. Okay, relativ hoch. Sei vergiftet wenigstens. Nein. Stampfer, wie viel macht Stampfer? Sehr viel. Wenn ich jetzt Duosteck einsetze... Ist das kein One-Hit? Und dann ist er, wird er sich heilen und dann kann ich nicht. Also dann ist er, wäre das verschenkt. Ich gehe in die Manu rein und mache Body-Check. Oh
Ach komm schon, nerv mich jetzt nicht hier. Komm, one-hitte ihn. Natürlich nicht. Das heißt, es kommt ein Hypertrank. Aber gut, mach's lieber jetzt, anstatt bei einem Pokémon, bei dem es wirklich knifflig wird. Sei paralysiert. Yes! Okay, das heißt, ich kann ihn outspeeden. Bam. Ich muss, glaube ich, echt gleich meine erste Yonago-Beere bei Dimaru verwenden. Ich habe mal geguckt, ich habe 2 Stück. Quapuzzi. Hat er nur Wasser-Pokémon? Mein letzter Body-Slam. Und der trifft mit Hypnose. Ist ja nicht schlimm, er kann Schlafrede, aber trotzdem nervt es. Chance 1 zu 3, dass ich die richtige Attacke einsetze. Okay. Es hat gereicht. Okay. Emanu kann jetzt nichts mehr machen. Habe ich Hennig nicht... Ach so, gegen Kingler, doch. Machen wir mal Ömer. Kommt bestimmt Säure oder so. Barriere. Das ist egal. Barriere ist egal. Ich habe Psystrahl. Sei verwirrt, sei verwirrt. Okay. Ja, setz nochmal Barriere ein von mir aus. Muss den ganzen Tag machen. Und ein Crit. So darf das gehen. Das ist so mies, dass ich gegen Trainer kämpfen muss, die mit Items heilen können. Das ist so mies. Gegen Simon lasse ich ihn mal draußen. Dürfte ja nichts Schlimmes kommen. Wow. Okay. Nehmen wir alles mit. Turtok? Boah, fick die Henne. Aquaknarre. You see this, bro? Schlafpuder. Müssen wir ein bisschen strategisch vorgehen. Schlafpuder ist für Psystrahl gespannt, bis es sich verwirrt hat. Bis es verwirrt wird, sagen wir es mal so. Boah, die AP nerven echt ziemlich. Sei doch mal verwirrt, bitte. Ich meine, es ist schon cool, dass es so lange schläft, aber... Es würde echt noch eine Tonne helfen. Okay. Jetzt schlag dich bitte selbst vor Verwirrung, es wäre so witzig. Schade. Okay, damit hätte ein Omod ein Turtok besiegt. Ist schon ziemlich cool irgendwie, oder? Jetzt habe ich aber, wie gesagt, das Problem... dass ich keine AP mehr habe für manche Pokémon. Wir machen es mal anders. Ich brauche die ganzen Beeren und so. Ich brauche das für die Pokémon-Liga. Ich setze Schaufler ein, mache jetzt einen Schnelldurchfall und bin dann wieder da, wenn ich... Also gehe jetzt ins Pokémon-Center, bla bla bla. Und wenn ich wieder da bin, hier an der Stelle, dann melde ich mich zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder.
Es ist echt nervig, dass man die ganzen Steine da immer wieder hinschieben muss. Es ist echt kacke. Nächste Ass-Trainerin. Mal gucken, was die so für Pokémon hat. Ich bin mal mit Hennig vorne geblieben. Ich hoffe, sie hat jetzt nicht einfach Feuer-Pokémon. Nein, Pflanzen-Pokémon, so wie es aussieht. Da können wir mal Aeoras machen, oder? Das müsste doch reichen. Ja. Duschdeck wäre normal gewesen, aber warum Aeoras nicht nutzen, wenn man es hat? Paras, Aeroas, doppelte Effektivität, Sporenwirt. Kommt drauf an, welche Statuseffekt ich kriege. Falls es das hat. Nein. Parasekt. Selbe Geschichte. Mensch, Hennig flügt hier durch. Meine Güte. Aber von mir aus, warum eigentlich nicht? Mist. Brennstein ist noch auf der Box und wird es die ganze Folge auch noch bleiben und die Hälfte der nächsten Folge. Von daher kann es gut sein, dass wir Brennstein nicht vor Eintreten in die Pokémon-Liga zurückhaben. Wobei, die Folge ist bald vorbei. Ich muss da ungefähr 2 Minuten von der aktuellen Laufzeit abziehen, weil ich da unterwegs war, also zum Pokémon-Center. Ja. Also wir müssen noch ungefähr 7 Minuten. Ich glaube, in 7 Minuten schaffe ich das hier alles nicht. Jetzt kommt ein Hypertrank. Okay, diese Trainerin hatte aus irgendeinem Grund die Entwicklungsreihe von Knofensa und Paras. Ach, ein Crit wäre jetzt so witzig gewesen. Okay. Damit wäre das auch erledigt. Hier hätte immer aber auch viel machen können. Vielleicht hätte ich den einwechseln sollen, um ein bisschen Erfahrungspunkte zu farmen. Aber gut, so ist das halt, ne? So, Full Heal bitte. Für den Fall, dass irgendwas schief geht und es an 13 oder 17 KP scheitert, kann alles passieren, wäre nicht das erste Mal. So, das muss man tun. Jetzt kann ich hier nämlich wieder raus. Und runterfahren. Ich hätte eigentlich hinterher springen können, oder? Egal. So. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, wir haben ja bald geschafft, ne? Ich hoffe tatsächlich sehr, dass wir Brennstein noch vor Eintritt in die Liga wieder haben. Weil sonst müsste ich ein 6. Pokémon hochziehen. Dubbelrohkampf. Mal sehen, was macht denn Sinn? Hennig deckt Feuer, Wasser und Pflanze ab. Wobei, das ist ein Doppelkampf. Die haben bestimmt wieder Feuer- und Wasser-Pokémon. Ich nehme mal den Manu und Christian. Weil, weiß ich nicht, Sandra. Wenn ein Wasser-Pokémon kommt, ist schon wieder scheiße. Oh Gott, Nidoqueen und Nidoking. Nachdenken. Was könnte ich vergessen haben? Was die beiden können? Doppelkick. Kampfattacke. Erdbeben. Bodenattacke. Ich weiß nicht, ob die Erdbeben können. Oder ob sie es schon können. Fuchtler. Ich glaube, sie können Christian nicht gefährlich werden. Aber unter Umständen die Manu.
können sie immer gefährlich werden. Fuchtler könnte immer gefährlich werden, aber egal, ich probiere es trotzdem. Und du machst erst, verwirrst erstmal Nidoking. Und danach machst du bitte dasselbe nochmal mit Nidoqueen. Mist. Vielender. Wäre es vielleicht doch ganz gut, ihn hier zuerst auszunocken, oder? Ich weiß noch nicht, wie seine Verteidigungswerte sind. Aber so ein Doppelhit müsste doch reichen. Das ist jetzt sehr effektiv, das muss reichen. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wie aussagekräftig das war, weil es ein Crit gewesen ist. Wehe, du crittest, wehe, du crittest. Okay. Ich gehe das Risiko mal ein. Es müsste auch reichen. Yes! Jetzt reicht's auf jeden Fall. Oder? Oder? Es reicht nicht! Okay, Giftstachel. Kommt jetzt wieder ein scheiß Supertrank? Nein. Jesus Christ! Meine Fresse! Oh, aber, ja, am Arsch, oh, aber. Zerfickt habe ich euch. Ich weiß jetzt nicht, ob noch irgendwas kommt. Darum heile ich immer lieber erstmal. Wenn was kommt, dann heile ich ihn gleich noch weiter. Also. Huh! Nee, es ist, glaube ich, der letzte Trainer. Okay. Dann soll es so sein. Der letzte Trainer der Siegestraße, Leute. Es geht ab. Oder auch nicht. Nächste Folge. Wir sind am Ende angelangt. 46 Minuten stehen bei mir auf der Uhr. Minus 2 sind ungefähr 44 und ich labere gleich noch ein bisschen. Ist es ein Cliffhanger? Ja, ein bisschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe... Also wir werden Brennstein definitiv nicht vor Ende der nächsten Folge wiederbekommen. Oder vor Beginn der Pokémon-Liga wiederbekommen. Das heißt, ich darf das nächste Pokémon hochziehen, worauf ich überhaupt gar keinen Bock habe, Leute. Wisst ihr, wie nervig das ist, stundenlang zu grinden? Oh. Ihr habt es ja auf dem Spielstundenzähler gesehen. Also wird nicht besser, ne? Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen hervorragenden Tag und verabschiede mich. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Wir kommen der Sachsen-Gerry-Rache immer näher. Das heißt im Prinzip nächste Woche wahrscheinlich erste Hälfte der Pokémon-Liga. Seid ihr so gespannt wie ich? Ich hoffe schon. So, jetzt aber. Bis Samstag. Tschaußen! Radfratz wurde gefangen. Ich werde jetzt hier auch gleich... einen zweiten Gefallen. Was ist das Gefallen? Aber einen zweiten Wunsch einlösen, indem ich dieses Ratata Edi nenne. Willkommen im Club Edi. Hallo Edi! Entwickelst du dich endlich, du alte Scheiße? Sehr schön, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich darf zwar wieder ein neues Open. Edi, du bekommst deinen eigenen Hashtag diese Folge. Hashtag auch ein Edi hat Ansprüche. Edi, los. Komm schon. Wir beide noch einmal. Wir beide noch einmal. Yes! Thank you.
Hahaha, ich mache einen noch viel schlimmeren Cliffhanger. Wait. Wait, what? What? Du bist kein Trainer, du bist mir... Du willst, what? Nein, fick dich. Ich darf nicht. Ist kein Trainer. Das ist eine ziemlich lange Post-Credit-Scene. Das ist mehr als krass. Okay. Gut. Dann, ich wollte eine witzige Post-Credit-Scene machen, aber wir haben halt eine Post-Credit-Scene, die beschreibt, dass wir die Siegestraße einfach geschafft haben. Cooler Shit.